Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Anno 2205 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kümmere ich mich um die dritte Stufe des Sektorprojektes in der Wildwasserbucht. Und bin dann mittlerweile schon bei Phase 3, bei Schritt 2 von 8. Und heute, wie gesagt, werde ich diese dritte Phase abschließen. Das ist zumindest der Plan. Genau, ich muss jetzt einen Überschuss von Titan in der Wildwasserbucht aufrechterhalten. Okay, dafür muss ich mal schauen, wie viel. Ah ja, ich brauche die Größe von 15. Das heißt, ich packe das mal auf 15, nicht mal nur 52. Parameter werden erneuert. Sehr schön. Von 30. Oh, wow. Gut, dann muss ich noch mal ein bisschen Titanium nachproduzieren. Für Titan. Dann produzieren wir auch noch mal ein bisschen mehr dazu. Binden das Ganze hier mit dem. Das reicht ein kleiner. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Was haben wir? Also. Deswegen. Das war eins von plus 19. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt brauche. Du brauchst Maximum. Sprich, jetzt ein Sektorprojekt von 41. Das sollte reichen. Das Ganze jetzt auf 30 Rohstufen. Parameter werden erneuert. So, und das Ganze muss 15 Minuten lang gehalten werden. Astrein, bis auf die Tatsache, dass sich die Lage inzwischen geändert hat. Ja. Wer hätte das gedacht? Nehmen wir das mal mit. Befestigen Sie die Sensordrohne an Ihrem Kommandoschiff. Folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie die Schlosssteuerung. Bringen Sie die Fracht zum versunkenen Gebäude. Objekt befestigt. Koordinaten bestätigt. Dann folge ich mal dem Drohnensignal. Sind unterwegs. Verstanden. Verstanden. Volle Kraft voraus. Objekt erfolgreich erkannt. Da haben wir es. Container beladen. Roger. Das nächste ist in dieser Richtung. Im Gange. Im Gange. Na, wahrscheinlich ein bisschen weiter oben. Ich vertraue es mal einfach an der Küste entlang. Wäre gerade eben auch in einer Bucht. Im Gange. Ziel erfüllt. Bestätigt. Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Und die nächste ist dann wahrscheinlich ja auch direkt in der Nähe. Ah, weiter oben, okay. Aber ich schätze mal eher, dass es so in der Nähe von dem Konstrukt, was hier hinkommen wird, sein wird. Wahrscheinlich um diese Insel herum.
Sollte gleich aufgedeckt werden. Ja, direkt daneben. Sehr schön. Und dann das Ganze. Nein, ist verkehrt. Hier hin, damit das hier ein bisschen benutzt werden kann. Sehr schön. Halten Sie eine Energiebilanz, what, von 10.000? Ja, ist klar. Dann würde ich sagen, gibt es dann ganz temporär ziemlich viele Energieminen. Aber ich habe, glaube ich, gar keinen Bauplatz. Gar keine Bauplätze mehr, oder? Doch, hier hätte ich noch einen. Muss man einfach, nee, das ging ja hier nicht. Nevermind. Ich brauche ja Uferplätze. Viele Uferplätze habe ich aber auch nicht mehr Platz, ne, also. Das darf man auch nicht vergessen. So, einmal eine Verbindung von hier nach hier. Nach dort und dann einmal hier ist dort noch Platz. Eine positive Sektorbilanz von plus 5000. Toll. Jetzt müsste ich prinzipiell überall die Energiewartung senken. Die so ein bisschen zu steigern, ey. Oh Gott. Ja, das machen wir mal halt. Bein noch schön verbaut. Es gibt ja noch Windparks, da war ja was. Ach, ich bin auch ein Genie. Viel produzieren die zwei nicht, aber man kann ja trotzdem den einen oder anderen hier mal und dort mal platzieren. Mit Straßenverbindung im Idealfall. Na, dann habe ich es auch gleich geschafft. Ah, sehr schön. Das Ganze jetzt wieder für 15 Minuten. Bringen Sie Kampfdrohne an Ihrem Kommandoschiff ein, zerstören Sie geheimes U-Boot und mit in der Drohne. Dann machen wir das mal. Und zerstören diese drei U-Boote hier vorne.
mit unserer Kampfdrohne. Irgendwie ist das Soundgefühl verloren gegangen, aber... Naja, Hauptsache sie funktioniert. Das Gesabbelhörer geht es mittlerweile auch nicht mehr, warum auch immer. Haltet ihr einen Überschuss von Androiden in der Wildwasserbucht? Ja, das werde ich in 36 Minuten wieder haben. So, es sind mittlerweile zwei von den Transferrouten, die auf den Weltmarkt gehen, ausgelaufen. Eine davon war die mit den Androiden. Deswegen bin ich jetzt einen Überschuss in der Wildwasserbucht mit Androiden von 16 und ich brauche 15. Offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Die stetige Finanzspritze, die ich glaube noch mindestens 20 Folgen wahrscheinlich gefühlt noch so weiterlaufen wird. Ich habe nämlich die Befürchtung, es wird einfach nicht besser werden. Damit ist jetzt auch gleich Schritt 6 gemacht. Perfekt. Nicht übel. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Laden Sie Ihr Fahrzeug mit 100 Fusionsenergiezellen aus Ihrem Raumhafen. Liefern Sie die Fracht zu Trenchcoats Handelsschiff. Das kriegen wir vielleicht hin, ist halt die Frage. Wie viele Fusionszellen ich hier habe? Jede Menge, nämlich 0. Ist die Frage, habe ich einen Überschuss auf dem Mond? Von 13. Dann eine temporäre Transferroute aktiv. Transferroute. Zur Wildwasserbucht. Kann ja einfach schon mal zum Raumhafen hinfahren. Verstanden. Und da warte ich mal auf die 100 Fusionsenergiezellen. Und da haben wir jetzt 100 Fusionsenergiezellen hier im Lager. Dann lade ich mal die alle auf. Fracht ist geladen. Dann soll ich das hier eben entladen. Kommt das Schiff an. Lädt alles. Na prima. Dann kannst du dich ja gleich noch um das hier kümmern. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Bis die Fat Lady singt. Sammeln Sie Lagerhaus-Schlüsselmodul mit Ihrem Fahrzeug. Bringen Sie die Fracht zu versunkenes Gebäude. Nehmen wir uns mal das mit. Oh, jetzt wird's ja aber voll. Fracht eingesammelt. Und dann ab zum letzten Iridium-Generator, der hier gleich gebaut werden wird. Und unser Schiff angeflitzt. Lädt die Fracht hier ab. Sehr schön. Hier steht unlocked Voices from the Past. Hast dich ja mächtig ins Zeug gelegt. Ich hält's nie lang an einem Ort. Das Meer ist mein Zuhause. Die See, meine Geliebte. Man klingt das bescheuert, wenn man's laut ausspricht. Ja, das kann man schon so sagen. Die Show ist vorbei. Also, sayonara. Sayonara. Das war dann also auch der letzte Part von der Wildwasserbucht. Oh. Ich brauche sogar nur Fusionsenergiezellen. Ermöglicht Energietransferrouten. Das ist da auch nicht verkehrt. Gut, dann werde ich mal... Also, zum einen lösche ich jetzt nochmal hier diese Route. Ich habe ja genügend Energiezellen... Fusionsenergiezellen
in der Wildwasserbucht. Die gehen ja nicht verlöten. Die gehen ja nicht flöten. Das heißt, ich wollte dann im nächsten Video bei euch in den Transmissionsraumhafen, war das so? Den Transmissionsraumhafen dann bauen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Anno 2205.